Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PES 2020. Ich bin mega hyped, denn ihr seht es vielleicht schon hier im Hintergrund, das UEFA 2020 EM Update ist jetzt draußen und wir werden eine EM spielen, also eine Europameisterschaft. In echt kann das ja wegen Corona dieses Jahr leider nicht stattfinden und wurde ja auf nächstes Jahr verschoben. Hier in PES kommt das Update ganz normal rein und wir werden hier ein Turnier auf jeden Fall durchspielen. Ihr könnt unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Wenn euch das Ganze gefällt, würde mich enorm freuen. Also dann sehe ich auch, dass ich hier weiterhin Folgen von bringen kann und soll. Falls euch das Ganze gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch abonnieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung etc. etc. Ihr wisst da Bescheid. Wir werden natürlich aber auch ganz normal unsere Trainerkarriere mit dem FC Bayern München weitermachen. Da wird auch am Wochenende noch eine Folge kommen. Ihr könnt aber rechts oben beim i jetzt mal bitte abstimmen, ob ihr lieber mehr Folgen von diesem EM-Turnier sehen wollt oder mehr Folgen von PES Trainerkarriere mit Bayern München. Das könnt ihr mal abstimmen. Also ich fände dieses Turnier jetzt anfangs ziemlich cool und ich meine, es ist ja nur ein Turnier, wenn wir die kommenden Spiele durch haben. Dann schauen wir einfach mal weiter, was danach passiert. Aber ein Turnier würde ich auf jeden Fall super gerne durchspielen. Es gibt hier total viele Mannschaften. Das ist super cool. Also guckt euch das mal an. Die sind alle komplett lizenziert drin. Das ist richtig geil. Also ihr könnt mir da gerne auch in die Kommentare Vorschläge schreiben, mit welcher Mannschaft wir mal rein starten sollen. Natürlich nehmen wir jetzt fürs erste Turnier aber Deutschland. So, wir sehen hier schon die Gruppen, die wurden jetzt zufällig ausgelost. Ich kann natürlich hier noch einiges ändern, aber wir belassen es einfach mal dabei. Wir sind in Gruppe F und haben starke Gegner. Also Island gar nicht so schlecht. Portugal richtig gut, da spielen wir vielleicht gegen Ronaldo. Und Frankreich, eine super starke Mannschaft. Bin ich mega gespannt drauf. Wir starten jetzt aber erstmal rein. Das sieht auf jeden Fall cool aus. UEFA Euro 2020. Richtig cool. So, die Kamera ist auch wieder back. Also das sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich hoffe, dass ich da jetzt wegen Musik und so keine Probleme kriege und ihr das ganz normal schauen konntet. Okay, wir können jetzt hier erstmal speichern. Das ist wichtig. So, man kann sich jetzt hier die kompletten Gruppen auch anzeigen lassen. Das machen wir dann aber später, wenn wir hier schon ein bisschen weiter sind natürlich. Aber wir können auf jeden Fall die Aufstellung ein bisschen anpassen. Auch da gerne Wünsche in die Kommentare. Ich nehme auf jeden Fall mein 4-2-4, was ich mit Bayern auch immer benutze. Jetzt muss ich nur umstellen, weil die sind alle komplett durcheinander gewürfelt. Der Stegen versus Neuer können wir auch gerne mal anfechten. Gerne mal rechts und beim i auch das abstimmen, wen wir da lieber spielen lassen sollen. So, meine Aufstellung würde jetzt erstmal so aussehen. Man kann natürlich Ter Stegen rein, man kann natürlich auch Goretzka gerne rein. Havertz haben wir noch dabei, Gündogan, Can ist extrem gut, Brandt oder so. Also wir haben echt eine sehr gute Mannschaft, muss man schon sagen. Aber ich denke so, das wäre meine Favorite-Startaufstellung jetzt mal für den Anfang. Wie gesagt, ich bin auf eure Vorschläge mal gespannt und freue mich einfach von euch zu hören, was ihr so sagt. Und wir spielen direkt jetzt hier unser erstes Spiel gegen Frankreich. Das ist unglaublich cool. Also ich freue mich so unglaublich auf dieses Turnier. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben jetzt hier einen Fall nach unten bei Toni Kroos oder so, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich will nur mal kurz da auf die andere Aufstellung gucken, also Mbappé hier mit drin und aber ich bin echt, also komm, wir starten einfach direkt rein. Ich bin super hyped, richtig heiß auf dieses Spiel und jetzt hören wir erstmal die Nationalhymnen. Sehr cool sieht das aus, guckt euch mal diese Animation an. Wir spielen in der Allianz Arena unser erstes Spiel, das ist auch sau nice. Und guckt euch mal, wie das aussieht. Das sieht so cool aus. Guckt euch das mal an. Fuck, ey. Shit, ist das krass. Die ganzen Original-Einblendungen. In PES hat man sowas halt nicht. Ich liebe PES, weil es vom Gameplay unglaublich cool ist. Aber diese ganzen Original-Einblendungen, die hat man halt nicht. Jetzt hören wir hier die Nationalhymne sehr leise. Aber wir hören sie auf jeden Fall.
Ich weiß auch nicht, ob ich da GEMA-Probleme bekomme, deswegen labere ich jetzt ein bisschen drüber. Aber ja, also wie gesagt, man hat natürlich in PES ein unglaublich cooles Gameplay, aber immer nicht die Original-Einblendungen von Aufstellungen und was auch immer. Und hier in dem Fall jetzt schon. Das ist brutal cool und jetzt kommt unsere Nationalhymne, die deutsche. Ist das cool, ey. Die Spieler-Gamefaces sind auch echt nice. Auch die Kapitänsbinde, sehr, sehr schick. Die Trikots finde ich sehr, sehr cool. Hab leider keins hier, ich habe nur dieses PES-Trikot da. Ja, leider kein Nationalmannschaftstrikot am Start, aber das sieht unglaublich cool aus und Timo Werner, Sané, Reus etc. werden jetzt hoffentlich für ein paar Tore sorgen. Das sind die coolen Einblendungen, die ich in PES sehen will und brauche und auch die Anzeige oben links jetzt mit dem Spielstand. Unglaublich cool, ich spiele hier auf Top-Spieler, also ja, könnte auf jeden Fall kritisch werden, aber ja, ich glaube, ich spiele in der Karriere auch auf Top-Spieler, von daher hoffe ich einfach mal auf ein gutes Turnier. Oh, Neuer. Das war schon mal stark gemacht. Boah, diese Einblendung, ey, das ist so cool. Ah, das war schon mal stark gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber nicht schlecht gedribbelt hier auf jeden Fall. Also auch an alle FIFA-Fans, die hier zuschauen, aber einfach mal sich PES anschauen wollen. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Das ist schon cool gemacht. So, und jetzt ist Marco Reus auf und davon. Die Flanke auf Werner. Aber Werner ist natürlich nicht so das Kopfballbiest. Wir kriegen eine Ecke. Oh. Und da ist das 1-0. Mbappé. Zu stark für meine Verteidigung. Da sehen wir auch die Einblendung mal. Fuck, gibt's Torhymnen? Ich höre das leider so leise, weil ich nur einen Kopfhörer drin habe. Ich glaube schon, warte mal. Wie krass ist das denn, bitteschön? Also, wenn es hier echte Torhymnen gibt, weil sonst habe ich die ja immer in meinem Video eingefügt, das ist ja ultra heftig. Also Props an PES, wenn das wirklich so ist. Mbappé hat das auf jeden Fall ganz, ganz stark gemacht. Und da sehen wir jetzt auch oben die 1, die Einblendung. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir ein Tor schießen, ob man die dann auch hört. Aber das ist ja brachial gut. Also entweder ist Frankreich richtig, richtig gut. Oder die haben das Gameplay, so kommt es mir nicht vor, eingestellt, als würden die total auf Ernst spielen. Also die gehen null Risiko ein. Die spielen total ernst. Aber halt richtig gut auch. Vielleicht ist das irgendwie so, weil es so ein krasses Turnier ist. EM will man unbedingt gewinnen, dass die das so ein bisschen eingestellt haben. Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Eine Minute Nachspielzeit, da sehen wir auch die Nachspielzeit-Einblendung, auch ganz geil. Oh, was? Ja, muss ein Foul, muss ein Freistoß geben. Ja, erste Halbzeit, Mbappé in der 19. Minute mit einem Tor. Eventuell auch mit Torhymne. Ich bin mal gespannt, wenn ich eins schieße, ob man die dann auch hört. Ich hoffe es. Aber mir fällt es total schwer. Also ich habe gefühlt null Schüsse gehabt. Einen Schuss, einen aufs Tor. Das ist richtig, richtig schwer hier zu spielen. Also die Einblendung mega cool und so, aber wie gesagt, ein Schuss ist schon heftig. Also ich komme nicht richtig in Chancen rein. Das ist total dumm natürlich. Gegen Frankreich wird es nicht einfach. Das ist, glaube ich, unser stärkster Gegner, würde ich mal behaupten. Aber ein Unentschieden müssen wir eigentlich schon mitnehmen. Gnabry, was machst du, wohin? Ich habe übrigens Werner ausgewechselt, Havertz rein. Ich glaube, Toni Kroos ist zwar ein super Freistoßschütze, aber ich muss einfach wechseln, weil der so einen Balk nach unten hat und irgendwie funktioniert das nicht. Gündogan rein. Jetzt Gnabry. Gnabry! Gnabry, wohin schießt du denn, ey? Bei Bayern funktioniert das viel besser. Er hat schon den Nächsten so verballert. Ach, ist das dumm. So, Frankreich wechselt zum ersten Mal. Griezmann rein. Das ist halt schon sad irgendwo. Ich kann nicht mehr wechseln.
kriegst auch irgendwie nicht richtig hin, hier noch ein Tor zu machen. Und die wechseln erstmal Griezmann einfach so ein. Just for fun einmal. Okay, jetzt stehen die natürlich hinten drin. Und wir... ja, kriegen den Ball nicht durch. Das gibt's nicht. Ja, jetzt ist der Konter da. Jetzt kontern die... ah, ich komme nicht richtig hinterher. Ja, doch, irgendwie. Und jetzt 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt können wir nochmal Gas geben. Letzte Möglichkeit sozusagen. Und dann so ein Pass. Und dann so ein Pass. Scheiße, das gibt's nicht. Ich bin ein bisschen zu sehr angespannt wahrscheinlich. 1:0 geht das Spiel aus für Frankreich. Da wird nichts mehr passieren jetzt. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. Oder? Oder? Ey, nein! Jetzt Gündogan! Jetzt! Abseits! Der Ball war drin! Ich sag, da passiert nichts mehr. Und dann sowas. Wäre Reus da nicht mehr dran gegangen, hätte gezählt von Havertz. Von Havertz abgefälscht, der hätte gezählt. Reus ist da dran gegangen. Ist das lächerlich. Das 1:1 wird uns... oh mein Gott, das wurde uns so nicht gegönnt. Scheiße, Leute. Alter. Okay, also wir haben Kampfgeist bewiesen. Wir haben deutlich mehr Chancen in der zweiten Hälfte gehabt. Havertz hat ihn so knapp vergeben. Dann kriegt ihn Gündogan nochmal. Havertz fälscht ab. Der Ball würde reingehen. Reus geht da mit dem Bein, mit dem Fuß noch dran. Und deswegen ist es abseits. Und deswegen verlieren wir 1:0. Alter Vater, was ist das denn für ein Dreck? Portugal und Island spielen 2:2, also auch nur ein Unentschieden. Also es ist noch lang nichts verloren, aber das war ja schon mal komisch. So, wir starten dann direkt mal rein ins nächste Spiel gegen Portugal. Aber gegen Portugal wäre es schon ganz geil, wenn wir jetzt gewinnen. Schwierigkeitsgrad ist gleich geblieben. Ich hoffe jetzt mal, dass man die Torhymne hört. Ich hoffe, dass das wirklich reingepatcht wurde. Ich bin super gespannt, aber gegen Portugal müssen wir eigentlich gewinnen, auch wenn da Ronaldo etc. etc. spielt. Weil wenn wir nur gegen Island, wenn wir überhaupt gegen Island gewinnen, aber wenn wir nur gegen Island gewinnen würden, dann reicht es auf jeden Fall nicht zum Weiterkommen. Vor allem, wenn es kein Rückspiel gibt. Also ich weiß es nicht, ob es ein Rückspiel gibt, aber wenn es keins geben würde, dann wäre es natürlich ultra dumm, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen. Also wir müssen die 3 Punkte mitnehmen. Ronaldo mit seinem Zopf am Start. Die Nationalhymnen können da klingen und ich trinke mal einen Schluck darauf, ne? So, damit starten wir rein. In Weiß. Und Reus direkt mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Aber auch sowas muss man sich mal trauen. Und Gnabry hätte ihn fast gehabt. Werner Gnabry ist drin. Jetzt bin ich gespannt. Man hört was, aber ich weiß nicht, ob es die Torhymne ist. Ich höre das viel zu leise, um zu wissen, ob das die Torhymne ist oder nicht. Also ich hoffe, ihr hört das lauter. Wenn nicht, dann ist es bis zum nächsten Video behoben. Dann denke ich mir da was anderes aus. Aber 1:0... das ist auf jeden Fall schon mal nice. Also ich blende mal keine Torhymnen ein in diesem heutigen Video, weil ich glaube, das sind die Torhymnen. Ich hoffe nur, dass ihr es lauter hört. Wenn nicht, dann stelle ich einfach die Fans ein bisschen leiser, weil dann hört man die Hymne ein bisschen lauter. Aber ich kann es euch noch nicht genau sagen. Boah, da wird Ronaldo ganz, ganz knapp vom Schuss gehindert. Und hat schon wieder den Ball. Was ein Ding! Nochmal hinhören. Ja,
Ja, das muss die Torhymne sein. Also man hört auf jeden Fall was. Das muss eine Torhymne sein. Ich weiß aber nicht, man hört die ultra leise. Also ich zumindest. Ich habe einfach mal zurückgepasst. Leider ist Kimmich voll zurückgefallen. Ich dachte, der läuft weiter mit, aber ist nicht so schnell gewesen. Natürlich wie Werner. Aber der Schuss von da hinten. Direkt in 15 Minuten gespielt und auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad plötzlich 2-0 gegen Portugal. Also man sieht, man braucht auch ein bisschen Glück. Und Timo Werner läuft. Timo Werner. Werner! 3-0! Das gibt's doch nicht. Yes! Also da setzt wieder eine Musik ein. Ich höre die nur komischerweise echt sehr leise. Also vielleicht... Vielleicht hört man sie auf der Aufnahme besser, ich kann es nur jedes Mal wiederholen, aber yes, Mann, Leute, ich kann es gar nicht fassen. 3-0, das Spiel haben wir schon gewonnen. Das ist schon die Entscheidung. Ja, ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? 4-0, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Krass. Ich sag dir, 7-1 geht das aus hier. What the fuck? Wir können uns durchkombinieren. Viel besser als bei Frankreich. Und können zum Abschluss kommen, was bei Frankreich nicht der Fall war. Wir kommen zum Abschluss. Und der Ball geht dann auch noch rein. Das schon viermal in 26 Minuten. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Deutschland-Brasilien 7-1 damals. Als ob, was ist das denn? Was geht denn hier ab? Wie wir uns da durchkombinieren können und wie wir da zu Chancen kommen, das gibt's doch nicht. Aber es lässt sich auf jeden Fall super geil spielen, nicht so wie gerade eben. Nächste Chance, Leroy Sané. Leider daneben. Halbzeit. Ich glaube wirklich, dass es auch zur Halbzeit bei Brasilien-Deutschland 5-0 stand. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist ja schon lange her. Aber 5-0 zur Halbzeit gegen Portugal. Von denen haben wir noch nicht viel gesehen. Aber trotzdem, guck mal, 4 Schüsse, 3 aufs Tor. Also so viel hätte ich nicht gedacht, dass sie haben. Aber die sind nicht so schlecht. Und wir mit unseren 8 Schüssen, 7 aufs Tor, so eiskalt. Was gerade im Spiel ganz, ganz anders war. Weil wir da hatten wir auch locker 8 Schüsse. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber bestimmt. Und da hatten wir 0 Tore. Und da haben wir's. Hat sehr lang gedauert. Aber das muss man der Mannschaft und auch mir nicht übel nehmen, weil bisher lief es ja sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aber... Es kommt nochmal. Sané holt sich den Ball hier sehr schön, geht dann hier vorbei, passt auf Havertz, der bleibt außen ins kurze Eck, Finesse. 6-0 in der 81. Spielminute und damit wird Toni Kroos ausgewechselt. Goretzka kommt rein und soll nochmal im Mittelfeld ein paar Bälle stoppen, damit wir hier keins mehr kassieren. Nice, als ob der nicht drin ist. Ey, das Spiel ist so krass, dass die kein Tor machen, aber das war so komisch. Ich habe hier den Ball ja eigentlich schon gehabt und dann irgendwie doch nicht weggeschossen und dann, boah, Ronaldo ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Das war ja haarscharf. 3 Minuten Nachspielzeit. Und wir kriegen den Ball nochmal geschenkt, aber die Annahme war nicht schön. Aber wir kriegen den Ball nochmal geschenkt. Diesmal der Pass nicht ganz schön, aber wir haben ihn noch. Goretzka ja neu eingewechselt auf Sané. Der muss wieder zurück auf Goretzka. Gehen wir wieder zurück. Die Zeit ist um. Wir können noch eine Chance vielleicht haben. Spielen nochmal runter auf Brandt. Julian Brandt, der Ball ist vorbei. 6-0 gewonnen gegen Portugal. Was für ein Spiel war das bitte? So, und Frankreich gewinnt ihr nächstes Spiel auch mit 1-0. Gegen Island, also Frankreich, jetzt schon 2 Spiele mit 1-0 gewonnen. Aber wir sind auf Platz
2 und wären damit ja dann auch weiter, würde ich mal schätzen. Und haben auf jeden Fall noch das Spiel gegen Island. Sofern wir da gewinnen, sind wir auf jeden Fall wieder gut unterwegs. Und Frankreich-Portugal wird natürlich auch ein Kracher. Also ich bin super gespannt. So Leute, Deutschland-Island sehen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wann sie online kommt. Je nachdem, wie viel Daumen nach oben ihr da lasst. Je nachdem, wie oft ihr abstimmt. Ich bin super gespannt. Es hat mich richtig, richtig gefreut, dass wir heute diesen Modus austesten konnten. Und auch weiterhin spielen. Und mit der Torhymne, das checke ich nochmal ab. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, super, super gerne abonnieren. Daumen da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.